im letzten Video ging es ja darum, Lagemaße zu bestimmen, also wo sozusagen auf einer Achse unsere Daten zu liegen kommen. Lagemaße werden meistens über den Mittelwert, das Lagemaß ist meistens der Mittelwert unserer Daten. Bei gleichem Mittelwert können jedoch zwei Verteilungen sehr unterschiedlich aussehen, auch in Bezug auf ihre Streuung. Also wie weit sozusagen die Daten sich auf den entsprechenden Achsen hinziehen, zu den Enden hin. Und um das zu bestimmen und um dafür Zahlen angeben zu können, dazu dienen Streuungsmaße. Und darum wird es in dieser Episode gehen. Streuungsmaße. Das Einfachste ist natürlich, oder erst einmal brauchen wir wieder unseren Datensatz. Dazu laden wir ihn hinein. Länder read CSV2 von datenländer.csv. Ups, bin ich nicht richtig. Wo bin ich? Dann können wir gleich das Ganze nochmal als Übung betrachten, um das Arbeitsverzeichnis festzulegen. Wir sind mit getwd, wir sind im Arbeitsverzeichnis, da bin ich etwas zu hoch gerutscht oder zu tief gerutscht, besser gesagt, setwd, um das Arbeitsverzeichnis zu setzen. Hier möchte ich rein. Und damit bin ich an der richtigen Stelle und lade meine Daten hinein. Voilà. Gut. Das einfachste Streuungsmaß, um zu schauen, von wo bis wo unsere Daten sich verteilen auf der Achse, ist natürlich Minimum und Maximum. Das Minimum von Länder, und wir nehmen die Fläche wieder, kann ich mir anzeigen lassen, genauso wie das Maximum. Oder sagen wir, wir machen. Lassen das ruhig im Skript hier stehen. Minimum und Maximum. Und damit habe ich ein grundsätzliches Maß für die Streuung hier eigentlich schon gegeben. Das lässt sich hier auch zusammenfassen, indem ich den Befehl range benutze, der mir gleichzeitig Minimum und Maximum ausgibt. Beziehungsweise einen Vektor zurückgibt, bei dem der erste Wert das Minimum ist und der zweite Wert das Maximum. Dieses Streuungsmaß ist natürlich extrem anfällig für Ausreißer. Also wenn wir ein oder zwei Daten haben, die besonders hoch sind, so sind Minimum und Maximum natürlich davon am stärksten betroffen. Oder wenn wir einen Datensatz haben, ein Datum darin haben, das besonders niedrig ist, weil per Definition nur die Ränder unserer Verteilung angeschaut werden. Ein Maß, das dieses Problem ein bisschen umgeht, ist der sogenannte Innerquartilabstand. Die Quartile hatten wir ja schon beim letzten Mal betrachtet. Und der Innerquartilabstand gibt mir den Bereich vom ersten zum dritten Quartil zurück. Da befehlt dann erst IQR, Inner Quartile Range. Und damit, ich bekomme jetzt hier nur eine Zahl, das ist einfach der Abstand vom ersten zum dritten Quartil. Damit fallen die Randbereiche raus. Unser Maß ist nicht mehr so anfällig für Ausreißer. Wir verlieren natürlich auch ein gewisses Maß an Informationen wieder. Ich stelle unsere Daten mal da. Und vielleicht noch besser, ich stelle sie sortiert da. Ups. Sort. So. Und der Innerquartilabstand berücksichtigt jetzt hier nur die Werte von hier bis etwa hier sozusagen. Also all die Extreme hier hinten fallen raus. Das sind zwar Daten, die natürlich
unseren Datensatz und unser Maß für die Streuung stark beeinflussen, stark verziehen würden, wenn wir eine Range benutzen würden, die komplett wegfallen, wenn wir den Interquartilabstand betrachten, wo aber auch Informationen drin stecken. Also man muss hier wieder schauen, dass man einen Kompromiss findet zwischen Maß an Informationen, das man mit drin haben möchte, und Maß oder Informationen, die man vernachlässigen kann, um der Übersicht zu dienen. Ich stelle hier nochmal mein arithmetisches Mittel mit dar. Das soll sein Mean von Länderfläche. Ein paar Klammern zu viel. Und plotte das nochmal oder trage es hier ein als gerade Linie mit H, in diesem Fall gleich arithmetisches Mittel, ne, verschrieben. So. Also wir sehen hier entsprechend letztendlich den Mittelwert, und ein Maß für die Streuung, darum geht es ja, wie weit streuen meine Daten, zum Beispiel den Mittelwert, ein Maß für die Streuung von Daten könnte natürlich sein, wie groß der durchschnittliche Abstand zum Mittelwert ist. Wenn der groß ist, dann streuen meine Daten weit, wenn er klein ist, streuen meine Daten natürlich nicht so weit. Also es geht darum, den Abstand entsprechend anzugeben. Ich zaubere hier mal ein kleines bisschen, kopiere da was rein und lasse das mit dem sortiert weg. So. Jetzt haben wir unser arithmetisches Mittel und es geht darum, diese durchschnittliche Entfernung vom Mittelwert zu bestimmen, also die durchschnittliche Länge sozusagen dieser Linien hier. Dieser Abstand dieser Linien ist ja der Abstand jedes einzelnen Wertes zum Mittelwert, ist also sozusagen jeder einzelne Wert minus den Mittelwert. Also können wir unsere Länderfläche nehmen. Fläche minus das arithmetische Mittel und bekommen hier einen Vektor zurück, in dem diese Abstände drinstehen. Davon der Durchschnittswert wäre ein Maß für unsere Streuung, was letztendlich uns hilft, hierfür eine Zahl angeben zu können. Das Problem ist allerdings, wenn wir hier von den Durchschnitt berechnen wollen, müssen wir für den Durchschnitt ja logischerweise erst einmal die Sachen aufsummieren und die Summe aller Abstände zum Mittelwert ist 0. Das muss auch so sein, denn der Mittelwert ist ja eben der durchschnittliche Wert. Das heißt, insgesamt wird der Wert so gezeichnet, dass er ausgerechnet, dass er von allen Punkten im Durchschnitt gleich weit entfernt ist. Demzufolge ist der Durchschnitt der Abstände zum Mittelwert auch insgesamt 0. Und daher muss auch der Durchschnitt, die Summe ist 0 und dadurch ist natürlich auch der Durchschnitt 0. Wir haben ein Problem mit den entsprechenden Vorzeichen, weil wir einerseits negative Werte haben, andererseits positive Werte, und die negativen Werte zusammen summiert sind gleich den positiven Werten zusammen summiert. Der Mathematiker als solcher macht gerne, um ein Vorzeichen loszuwerden, eine Quadrierung. Wenn ich also das Ganze jetzt hier zum Quadrat nehme, bekomme ich die quadrierten Abstände und wie Sie sehen können, sind die Vorzeichen alle positiv. Wir sind also dieses Problem losgeworden und
wenn wir dies jetzt entsprechend nehmen, aufsummieren, bekommen wir einen Wert. Und wenn wir diesen Wert wieder teilen durch die Anzahl von Werten, Länder, Dollar, Fläche, dann haben wir einen Durchschnittswert ausgerechnet für unsere Entfernung vom arithmetischen Mittel unseres Datensatzes, allerdings immer noch in quadriert, und wir dieses entspricht der Varianz, dem Maß Varianz für Entfernung, das in R mit dem Befehl var aufgerufen wird. Wenn ich das tue, sehe ich hier einen Unterschied zwischen beiden Werten. Das liegt daran, dass die empirische Varianz definiert ist als Länge minus 1 oder als geteilt durch n minus 1. Wenn ich das ausführe, dann stimmen beide Werte überein. Dann haben wir die Varianz, die empirische Varianz ausgerechnet. So, das Ganze kann man auch nochmal formelhaft darstellen. Dafür benutze ich mal eine Plot-Funktion, die eine Formel als Text darstellen kann. Die Formel für die empirische Varianz ist die Summe aller Abstände zum Mittelwert quadriert, geteilt durch die Anzahl minus 1. Und somit haben wir ein erstes Maß für unsere durchschnittlichen Abstand bekommen. Das Problem ist, wie gesagt, noch, dass dieser Wert quadriert ist. Also wenn es unsere Fläche oder wenn wir es mit Meterangaben zu tun haben, dann wäre die Varianz in der Einheit Meter Quadrat. Das ist allerdings kein großes Problem, denn wir wollen da dieses Quadrat loswerden und das lässt sich natürlich direkt durch eine Wurzel durchführen. Damit sind wir die Quadrierung wieder losgeworden. Damit sind wir bei der Standardabweichung gelandet. Standardabweichung ist die Varianz, die Wurzel aus der Varianz. Also insgesamt wiederum der Abstand jedes einzelnen x vom Mittelwert, das Ganze zum Quadrat, das Ganze aufsummiert und dann durch n minus 1 geteilt, davon nochmal die Wurzel gezogen und dann sind wir bei der Standardabweichung nr aufgerufen durch den Befehl sd, Länder, Dollar, Fläche. Und das Gleiche können wir erreichen, indem wir unsere Varianz hier einfach square root der Varianz ausführen. Und wir bekommen das gleiche Ergebnis raus. Sollte auch so sein. Das ist die Standardabweichung, die eben die schöne Eigenschaft hat, dass sie in der Einheit der Werte direkt ist. Und das nochmal darzustellen, die durchschnittliche Entfernung aller Werte zum Mittelwert angibt und damit ein wichtiges Maß für die Streuung von Werten darstellt. Ein weiteres abgeleitetes Maß ist der sogenannte Variationskoeffizient, der es möglich macht, unterschiedliche Streuungen von unterschiedlichen Datensätzen miteinander zu vergleichen. Der es möglich macht, zum Beispiel Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wir haben wieder hier unsere Standardabweichung. Und wenn wir diese Standardabweichung durch den Durchschnittswert teilen, dann bekommen wir ein Maß eben normiert auf Durchschnittswerte gleich 1. Somit ein Maß, das unabhängig davon ist, wo jetzt tatsächlich die Werte liegen. Es ist ein reines Maß für die Streuung der Daten in sich. Ist wieder eigenschaftslos, dass ich hier die Einheit und hier die Einheit wegkürzen. Von daher hat er gewisse Vorteile gegenüber der Standardabweichung, dass es eben immer ein vergleichbarer Streuungswert gibt.
hat aber den Nachteil, dass wir nicht mehr so schön sagen können, dass zum Beispiel unsere Länder hier in Quadratkilometern, dass die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert hier 3 Millionen Quadratkilometer ist. Aber es macht es zum Beispiel möglich, wenn ich jetzt hier in R erreiche ich das Ganze, indem ich die Standardabweichung durch den Mittelwert teile und meinen Variationskoeffizient hiermit ausrechne. Und es macht es möglich, diese Streuung der Fläche zu vergleichen mit zum Beispiel der Streuung der Einwohnerzahl. Beides zueinander in Verhältnis gesetzt, kann ich hier dran sehen, dass die Flächen der Länder sich der Variationskoeffizient bei 2 liegt. Der Variationskoeffizient der Einwohnerzahl liegt bei 2,5, er ist also höher. Das heißt, die Einwohnerzahl in meinen Beispielländern ist variabler, hat eine größere Streuung als die Fläche. Somit können Länder bei gleicher Fläche haben eher unterschiedliche Einwohnerzahlen. Diese Einwohnerzahl ist die variablere Einheit. So viel zu den Streuungsmaßen hier. Und das nächste Mal, bei der nächsten Episode, werden wir uns noch kurz mit 2 weiteren Eigenschaften beschäftigen: die Schiefe von Verteilungen und die Wölbung von Verteilungen.